Schenkt Prinz Harry seiner Herzogin Meghan etwas zur Geburt? Mit ihrer Liebe wurden Märchen wahr. Die Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan ließ nicht nur Royal-Fans dahinschmelzen. Im ganzen Land und weltweit flogen dem verliebten Paar die Herzen zu. Jetzt fiebert die ganze Nation auf den Moment der Geburt ihres Kindes hin und es wird wild spekuliert. Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Wie wird das Baby heißen? Wo wird Meghan entbinden? Und vor allem, was schenkt Harry der frisch gebackenen Mama zur Geburt? Adelsexpertin Mücker Meyer erklärt in der Online-Ausgabe von TheZone: Ich glaube, Prinz Harry wird Meghan individuellen Schmuck schenken. Vielleicht mit dem Geburtsdatum oder den Initialen des königlichen Babys. Es ist bekannt, dass Meghan Schmuck liebt und ihn selbst gerne als Dankeschön an enge Freunde verschenkt. Die Royals verstehen es, besondere Momente zu zelebrieren. So ist es im Hause Windsor schon lange üblich, wertvolle Postpräsents zu verschenken. Als Dankeschön für die Strapazen der Schwangerschaft und Geburt. Auch Prinz William, 36, und Herzogin Kate, 37, leben die Royal-Tradition. So hat William seiner Frau nach der Geburt von George 2013 einen runden Anhänger geschenkt, auf dem der Vollname des kleinen Thronfolgers eingraviert ist. Nach Prinzessin Charlottes, 3, Geburt 2015 bekam die Duchess of Cambridge ein paar Diamantoringe, worüber sie sich nach der Geburt von Prinz Louis freuen durfte, ist allerdings noch nicht bekannt.